Welcome back. Kannst immer noch nicht. Ladies and Gentlemen, mein Name ist Daniel Korte und jetzt gibt es endlich das lang ersehnte Nachher-Video nach der Haartransplantation. So Leute, wer es noch nicht mitbekommen hat, ja, das ist mein Abonnent Anton, der hat im Dezember eine Haartransplantation gewonnen bei Elitär. Wir haben eine Haartransplantation, also ich zusammen mit Elitär, auf meinem YouTube-Channel verlost und Anton war der glückliche Gewinner und hat die Haartransplantation gewonnen. Und ich habe die ganze Haartransplantation also von Anfang bis Ende mit der Kamera begleitet, so vlogmäßig. Und falls du das noch nicht gesehen hast, ja, dann zieh das hier oben auf jeden Fall mal unbedingt rein, bevor du jetzt das Nachher-Video anschaust. Aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank an Litia für die ganze Kooperation und erstmal vielen Dank, dass du jetzt heute am Start bist. Ja, danke für die Transplantation. Ne? Ja, sehr gerne. Danke an Elitär. Hauptgewinn, ja. Und man muss jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sagen, wir machen dieses Video schon früher als geplant, weil das Ergebnis wirklich sehr gut geworden ist, also meiner Meinung nach. Wir haben das einfach ein bisschen vorgeschoben, das Video, denn eigentlich ist das beste Ergebnis erst nach einem Jahr erzielt. Und jetzt haben wir gerade 6 Monate nach der Transplantation. Und man muss dazu sagen, ja, ich könnte Ihnen einen Arschtritt geben, er hat nämlich keine PRP-Behandlung gemacht. Wenn man eine Haartransplantation macht, dann bekommt man zusätzlich auch noch eine PRP-Behandlung mit dazu. Das hat Anton an dieser Stelle nicht gemacht. Nur, dass ihr erstmal Bescheid wisst, wie jetzt aktuell der Stand der Dinge ist. Und ich habe einfach ein paar Fragen vorbereitet für Anton, die er uns einfach mal ein bisschen beantworten wird zum Thema Haartransplantation, wie das Ganze gelaufen ist. Und ein paar Nachher-Videos gibt es dann natürlich auch. Anton, als allererstes mal. Cool, ja, dass du da bist. Danke. Wie hat es dir denn generell in Istanbul gefallen? Also du warst ja zum ersten Mal in Istanbul. Ja. Wie hat es dir gefallen? Es war Dezember. Ich glaube, das ist ein Nachteil. Ja, wahrscheinlich schon. Im Sommer wäre es wahrscheinlich noch cooler gewesen. Aber ja, Metropole, ich stehe auf große Städte. Ich wohne selber in einer größeren Stadt. Ich fühle mich da wohl. Nee, war cool. Ja? Hat Spaß gemacht. Hat mir Spaß gemacht. Das freut mich. Anton, generell, wie war es bei der Haartransplantation an sich? War es so, wie du dir vorgestellt hast? Wie war die Klinik und wurdest du an sich vor Ort gut versorgt? Ich habe mir nicht viel vorgestellt, deswegen konnte ich auch nicht enttäuscht werden. Nee, das war gut. Ich fand es ganz cool. Also die Klinik war sauber, perfekt. Also so wie man sich so eine private Klinik eben vorstellt. Das Hotelzimmer war der Wahnsinn. Das war kein Zimmer, das war eine Suite mit 2 Zimmern. Perfekte Versorgung 24/7, Zimmerservice, weil nach der OP hat man nicht so Bock, da rumzulaufen. Nee, ich bin durch und durch zufrieden gewesen. Ja. Okay, also an dieser Stelle, klar, das war eine Kooperation mit Elitär, aber wir brauchen hier kein Blatt vom Mund nehmen. Ja. Also wir werden auch auf die negativen Aspekte in dem Video eingehen. Ja. Nur an dieser Stelle einfach mal gesagt, es muss an dieser Stelle einfach mal gesagt sein, weil nicht, dass jetzt Leute denken so, hey, der hat die Haartransplantation gewonnen und muss jetzt irgendwie nur positive Sachen sagen. Also Anton, das würde ich dir jetzt auch an dieser Stelle bitten. Ja. So, wenn was scheiße war oder das wenn was nicht gut war, dann kannst du es gerne sagen. Das kommt noch. Das war jetzt overall erstmal. Das kommt noch. Okay, dann frage ich doch direkt mal. Ja. Was hätte denn besser sein können an deiner Stelle? Ganz klar die Organisation, okay, das Timing, also das ist schon so on bulk, werden die Leute da durchgeschoben und ich finde, man kann es deutlich besser organisieren, weil das Hotel ist nur 5 Minuten weg zu Fuß von der Klinik, aber man wird irgendwie immer in Bussen, wenn der Bus voll ist, geholt und dann sitzt man da und muss auf andere Leute warten, obwohl man eigentlich kurz einen Call oder SMS bekommen könnte und einfach rüberlaufen, also das könnte man deutlich besser machen. Ja, okay, das war also unser Haupt Makel, würde ich sagen. Okay, also organisatorisch würdest du sagen, das ist der einzige Punkt, den wir jetzt ankreiden, was man hätte besser machen können. Genau. Dass man einfach von der Organisation her einfach besser durchstrukturiert. Ja, einfach weniger warten, weniger rumsitzen und auf irgendwas warten. Das war immer so, das Theo weiß ja selber. Okay. Ja, also ich wollte aber dich an dieser Stelle fragen. Ja. Also ich kann das auch bestätigen, ja. Organisatorisch, ich würde an dieser Stelle noch nicht mal sagen, dass das unbedingt was mit Elitär zu tun hat, sondern ich glaube auch, dass, ich meine, wir sind Deutsch, ja? Ja, du bist Deutsch, kommst aus Bayern, ja? Ich komme aus Deutschland, bin die deutscheste Kartoffel ever und wir haben das natürlich immer gerne tak, 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 also schön durchstrukturiert und wir sind das halt nicht anders gewohnt, aber vielleicht hat es auch ein bisschen was mit der Mentalität zu tun, also die Türken sind dann natürlich ein bisschen Chili-Vanilli. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ja, also das kann ich mir gut vorstellen, dass es in Spanien ähnlich verlaufen wäre wie jetzt bei Elite. Ja, also long story short, was man hätte halt verbessern können, wäre halt der Aspekt Organisation. Organisation, aber okay. Kommunikation war super, nur eben die Orga, die war nicht so. Okay. Ja. Muss auch dazu sagen, war viel los, weil das war kurz vor den Weihnachtsferien und da wollen alle ihre Haare transplantiert haben, weil man danach nämlich nichts mehr sieht. Und deswegen war auch viel Betrieb an der Stelle. Stimmt, hast du recht. Also, ja, wir waren im Dezember. Kann auch ein Problem gewesen sein. Ja. Nächste Frage. Wie waren die Tage nach der Transplantation für dich? Also, wie war der Heilungsprozess? War ja das cool, nicht cool? Was kannst du dazu sagen? Also die Tage selber waren in Ordnung, nur die Nächte waren nicht so geil, weil man eben die ersten 5 Tage nur auf dem Hinterkopf schlafen darf und ich bin voll der Seitenschläfer.
Zum Glück kein Bauchschläfer, aber das war so das größte Problem. Schmerzen hat man einfach keine. Sobald die OP vorbei ist, gibt es eigentlich keine Schmerzen mehr. Man bekommt dann ein paar Schmerztabletten mit, aber die habe ich auch gar nicht benutzt oder eine Mal nach der OP gleich und sonst eigentlich überhaupt nicht. Du hast gutes Thema angesprochen, Thema Schmerzen, ja? Ja. Viele Leute, das ist wahrscheinlich die Frage, die alle Leute wissen möchten, ja? Tat das Ganze weh? Und wenn ja, wie doll auf einer Skala von 1 bis 10? Es tat weh, aber nicht der Prozess an sich, sondern nur die Betäubung. Aber die hat schon, die war schon so eine 8, würde ich sagen. 7 bis 8 hat schon richtig geballert. Die schießen dir halt, wie ihr vielleicht in einem anderen Video gesehen habt, mit Pistolen in den Kopf, um das da zu betäuben und spritzen dir dann Kochsalzlösung. Ja, irgendwie sowas, ne? Genau, und das ist schmerzhaft und unangenehm, aber sobald das vorbei ist, ist es eigentlich nur noch langweilig rumliegen und abwarten. Man spürt halt gar nichts mehr. Gerade wenn es hinten rausnimmt, man spürt 0,0. Nur die Betäubungen. Und wenn du jetzt, also wie viele Spritzen auf einer Skala von 8 waren das so in total? Also du hast ja mehrere Spritzen kommen, Betäubungsspritzen, ich war ja dabei. Vielleicht 20? Also Spenderbereich 20 und das gleiche nochmal vorne. Vorne, ich bin mir gar nicht mehr sicher, wo es mehr wehgetan hat. Bin mir nicht mehr sicher. Hat beides wehgetan. Okay, aber nicht alle, sondern halt nur ein paar. Ja, nur die, nur die erste, quasi nur die erste Reihe, genau. Und auch das Kochsalz, da mit so fetten Spritzen kommen die, du spürst halt nichts. Das ist wie wenn jemand jetzt gerade in den Kopf reindrückt. Okay, also in total waren halt nur die ersten Spritzen. Nur die ersten, ja, das waren tatsächlich nur die ersten. Ja. Okay, also am Anfang Zähne zu Also die Schmerzen sind auf jeden Fall nicht das Problem. Das eher das danach nicht schlafen können, weil man eben, wenn du ein Rückenschläfer bist, hast du eh keinen Stress. Also dann hast du gar keine Nachteile da. Okay, warte mal. Das Mikro ist wieder gone. Okay. Wie war es nachträglich, wenn du dir jetzt dann die Haare gewaschen hast? Weil nach der Transplantation sieht das ja schon ganz komisch aus auf dem Kopf. Ja. Tat das weh, als du dann zum Beispiel deine Haare gewaschen, deine Haare, die noch nicht da waren, aber gewaschen hast? Also grundsätzlich, man hat danach einfach gar keine Schmerzen mehr. Das heißt, ich kann klar verneinen, das hat nicht wehgetan. Okay. Das war halt nur anstrengend. Zum Glück hat meine Freundin mir helfen können, weil man darf da nicht wirklich die neu eingesetzten Haare anfassen. Das heißt, man macht das Shampoo drauf, so ganz tupft es so ein bisschen drauf. Und man darf es auch nicht abwaschen so mit Druck, sondern man nimmt da so eine Sprühflasche. Das ist halt ein Prozess, der 20 Minuten geht und das muss man jeden Tag machen ab dem zweiten Tag oder ab dem dritten Tag. Das war einfach nur nervig, aber es ist nicht so, dass es wehgetan hat. Also null Schmerzen. Alright. Aber allein ist stressig, da muss man sich schon irgendwas dann überlegen. Thema Selbstbewusstsein, ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also viele Leute, die ich auch kennengelernt habe, die zum Beispiel Haarausfall haben, die sagen mir zum Beispiel, hey, ich habe da ein richtig krasses Problem mit, so, das hat mir krass an, also dass meine Haare ausfallen, das kratzt krass an meinem Selbstbewusstsein. Wie war es bei dir? Wenn ja, wenn du das auch hattest, hat sich jetzt was verändert bei dir? Ich hatte das nicht vorher. Ich habe kein Problem mit dem Selbstbewusstsein noch vorher schon nicht gehabt. Okay. Deswegen kann ich da für mich persönlich keinen großen Unterschied feststellen. Aber fühlst du nicht trotzdem, dass du sagst, hey, ist es cool, ein cooles Gefühl? Ja, es ist sowieso, wenn man sich die Haare macht oder wäscht und so weiter, dann hat man halt Haare, das ist schon cool. Und wenn man sich die Haare dann stylt, dann hat man viel mehr Möglichkeiten. Da ist halt was da und man muss nicht die ganze Zeit nur hier Geheimratsecken zumachen, wie es vorher hier so große Löcher waren, sondern man kann es auch einfach mal offen tragen und so, wie es jetzt zur Seite. Was haben denn deine Family und Freunde dazu gesagt? Also A, natürlich jetzt zu dem Ergebnis und B, auch generell, dass du es gemacht hast. Davor war es so, hey, muss aufpassen und so. Also meine Mutter, die war gleich d'accord damit, das fand ich cool. Die hat gemeint, du bist hier noch nicht mal 30 Jahre alt und da geht es schon voll ab bei dir mit Haarausfall. Und wenn du so aussiehst wie dein Vater und so weiter, das muss doch nicht sein, es gibt technische Möglichkeiten. Meine Mutter fand es cool, meine Freundin fand es auch cool und ein paar Leute, die man halt, normale Menschen, sage ich mal, die haben gesagt, ja, guck, das ist ja nur Schönheits-OP und so, das braucht man eigentlich nicht. Richtig, braucht man nicht. Aber wenn es die Möglichkeit gibt, wieso sollte man es denn bitte nicht machen? Jetzt habe ich ja, man sieht ja nicht, dass es eine OP war, weißt du? Ja, klar. Ich meine, gerade vor allem bei dir ist was jetzt nicht mit dem Selbstbewusstsein, aber gerade wenn es jemanden am Welt ja, dann kratzt, sowieso. Und dann safe. Jeden Cent wert und je früher, desto besser. Keine Werbung für Elite her oder sonst was, aber die Grafts, die man von hinten rausnimmt, die haben ja dieselbe genetische Struktur wie, die nimmt man hinten raus und setzt sie vorne ein und die neuen Haare haben quasi dieselbe genetische Struktur wie die da hinten, im Kranz, und der Kranz, da verliert man die Haare nicht. Ergo,
korrigiere mich, wenn ich falsch liege, man verliert die Haare, die da vorne eingesetzt wurden, überhaupt nicht mehr. Ja, also ich meine, doch, die verliert man schon. Da muss ich kurz einsetzen. Also kurz nach der Transplantation fallen die ja nochmal aus. Ja, ja, das meine ich. Aber nicht. Aber danach so, bleiben sie da, selbstverständlich. So, ja, wie die Haare eben hinten auch. Also man nimmt sie aus einer, von einer Stelle, wo die Haare sowieso nicht mehr aus oder überhaupt nicht ausfallen. Genau. Ja, und das Coole ist ja auch, das habe ich ja, ich habe gedacht, das wäre ein Scherz gewesen. Ja, als wir in Istanbul angekommen sind, hat der Taxifahrer, der uns begrüßt hat, hat gesagt, ja, ja, wir geben doch lebenslange Garantie auf die Haare, die wir verpflanzen. Ja. Ja. Und lustigerweise, ich dachte damals zu dem Zeitpunkt, das war ein Spaß von ihm, ja. Ja. Aber das macht elitär tatsächlich. Okay. Ist krass. Okay. Also die Haare bleiben definitiv. Ja, das ergibt auch Sinn. Also rational, hier Haare fallen nicht aus. Die nicht ausfallen, setz mal oben ein. Also. Voll. Bist du zufrieden mit deinem Ergebnis aktuell, also nach 6 Monaten? Also ich sehe nicht, dass da noch viel mehr gehen kann, aber scheinbar schon. Die Haare könnten noch ein bisschen dichter sein, soll ja noch kommen. Das sind ja nur 6 Monate. 18 ist, glaube ich, volle Range. Da müsste alles dann gewachsen sein. Aber ich bin jetzt schon... Ich meine, ihr seht es ja später in den Nachherbildern, was da so was für ein Unterschied ist. Stimmt, das blenden wir an dieser Stelle einfach mal ein. Die Vorher-Nachher-Bilder, die man jetzt schon sehen kann. Ja. Ergebnis 6,5 Monate später, ohne PRP-Behandlung. Ja, ohne das musst PRP. Du noch nachholen. Im November dann, ja. Ja. mit Berlin-Aufenthalt. Aber das ist echt, wie ich finde, auch ein Mega-Ergebnis, wenn man da mal ganz genau hinschaut. Vor allen Dingen auch diese Haarlinie. Ja, also ich muss sagen, das ist wirklich super perfekt geworden. Also auch wenn man die Sonne jetzt hier so reinscheint, ich muss sagen, ey, sieht echt... top aus. Ich bin auch zufrieden. So, eine letzte Frage noch. Was würdest du Leuten für einen Ratschlag geben, die zum Beispiel jetzt gerade überlegen, hey, soll ich eine Haartransplantation machen oder soll ich nicht machen, die vielleicht gerade Bedenken haben und auch Haarausfall haben? Mhm. Was würdest du denen anschließend jetzt, nachdem du das alles gemacht hast, mit auf den Weg geben? Also ich hatte Glück hier, dass ich das alles, sag ich mal, finanziert bekommen habe. Das ist natürlich ein Vorteil. Hätte ich das Geld in dem Moment bezahlen müssen, hätte ich es mir wahrscheinlich anders überlegt für den Moment. Ich hatte es immer vor zu machen, also auch in Zukunft, wenn ich halt ein bisschen stabiler bin. Aber wenn du dir das leisten kannst und vor allem, wenn du wirklich ein Problem damit hast, mit deinem Selbstbewusstsein, dann kann ich das absolut empfehlen. Ich meine, der Stress, den du hast, ist tatsächlich die OP. 10 Tage danach ist es noch so nicht cool. Und danach ist der größte Stress halt eine Glatze. Aber bei mir hat sogar die Glatze cool ausgeschaut, haben viele Leute gesagt. Deswegen, worst case, dann einfach wieder Glatze. Nee, kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr das Geld habt und die Zeit, dann besser früher machen als später. Weil wir haben ja gerade gehört, die fallen nie wieder aus. Die hast du für immer. Okay, summa summarum, wenn du es machen kannst, das Geld hast, je früher, desto besser. Tatsächlich. Es ist wirklich meine ehrliche Meinung, wie der Daniel gesagt hat. Dafür werden wir nicht bezahlt hier. Nee, ist einfach nur für euch, für die Community, dieses Video und halt auch den Vlog in Istanbul alles angeschaut haben. Die wollten natürlich auch das Nachher-Video haben. Mhm. Und ja, an dieser Stelle, Anton, vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. War der Hammer, vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle auch nochmal, wo wir gerade beim Dankeschön sagen sind, an Danke verteilen. Vielen Dank an Elitair, die das Ganze gesponsert haben. Muss an dieser Stelle natürlich auch erwähnt sein. Elitair hat uns den Trip nach Istanbul gesponsert und daher ist dann dementsprechend als Partner aufgekommen. Ja. Von daher, das ist natürlich top. Elmo! Elmo! Elmo? Guck mal, wie er steht. Wo wir gerade bei Dankeschön verteilt sind, können wir auch nochmal an dieser Stelle sagen, danke an Elitair, die das Ganze hier gesponsert haben. Und ich bin froh, dass einer meiner Abonnenten sowas gewonnen hat und anschließend auch happy geworden ist. Und an dieser Stelle kann ich nochmal sagen, jetzt Achtung bei der Auswahl deines Haarstyling-Produktes. Oh. Denn wenn du sowas gemacht hast, dann solltest du tatsächlich gute Haarstyling-Produkte verwenden. Und jetzt nochmal ein kleiner Hint an dieser Stelle. Schaut mal in der nächsten Zeit auf meinen YouTube-Channel. Vielleicht gibt es da ja sogar was für Leute, die ein bisschen mehr darauf achten, was für Haarstyling-Produkte sie in ihre Haare reinschmieren. Kommen wir noch kurz zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Jerome Kreuz aus Hannover. Vielen Dank, Jerome, für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach Hashtag Shoutout in die Kommentare rein oder schick mir eine Message auf mein Community-Phone. Nummer findest du in der Infobox. Und natürlich auch alles Weitere zum Thema Haartransplantation findest du auf Elitair. Link packe ich natürlich auch in die Infobox rein. Schaut einfach mal auf der Homepage vorbei, falls euch das interessiert. Und falls ihr Interesse habt an einer Haartransplantation, checkt es einfach gerne mal ab. Also, macht's gut, bis dahin, peace out. Das müssen wir mal machen. Also Leute, macht's gut, bis dahin, peace out. Ich bin da nicht. Danke dir. Ja, danke dir, Mann, danke dir.